ungewöhnliche Fakten über die Welt, die dich und deine Freunde ins Staunen versetzen. Die Welt ist ein faszinierender Ort. Genau dann, wenn du denkst, dass du schon alles gesehen hast, dann wirst du von etwas Neuem und Erstaunlichem überrascht. In diesem Video erfährst du, wem ein Zehntel der Goldreserven auf der Erde gehört, in welchem Land die Einwohner unter einer Schlafkrankheit leiden, aufgrund derer sie eine Woche lang schlafen, und wie Baby-Elefanten sich selbst beruhigen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, bevor du deine Reise in das Land der atemberaubenden Fakten beginnst. Auf der Sonnenseite des Lebens wirst du noch mehr coole Videos finden und jeden Tag kommen weitere dazu. Denk daran, die Benachrichtigungen zu aktivieren. Steven Spielberg träumte davon, bei einem Bond-Film Regie zu führen und er stellte sich sogar den Besitzern von James Bond vor, um seine Hilfe anzubieten. Leider wurde er abgewiesen. Dann teilte er sein Problem mit seinem Freund George Lucas. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade der erste Teil von Star Wars an und George war sicher, dass der Film ein furchtbares Desaster war. Woher hatte er nur diese Idee? Doch nach ein paar Tagen, als die Freunde erfuhren, dass Star Wars unglaublich erfolgreich wurde, wurden sie inspiriert. George Lucas sagte, dass er einen ähnlichen Film über James Bond machen wollte, aber nur besser. Genauso kam es zum Dreh von Indiana Jones. Elefantenjungen nuckeln an ihrem Rüssel wie Babys an ihrem Schnuller oder Daumen. Sie machen das zum Trost. Elefanten werden mit einem starken Bedürfnis zu saugen geboren. Der Reflex zeigt ihnen, was sie tun müssen, wenn sie nahe der Mutterbrust sind. Außerdem lernt das Elefantenkalb, sein langgezogenes Organ zu kontrollieren und einzusetzen. Und nun verraten wir dir, wer sehr viele Goldreserven hortet. Mehr als ein Zehntel der weltweiten Goldreserven gehören indischen Hausfrauen. Das ist mehr als die USA, Schweiz und Deutschland gemeinsam haben. In seiner langen Geschichte handelte Indien mit verschiedensten Waren und erhielt dafür Gold und Silber. Gold gilt in Indien als heilig und deshalb findet man es überall, von Tempeln bis hin zu reichen Haushalten. Dieses wertvolle Metall ist ein wichtiges Statussymbol. Im Jahr 1982 gelangte ein Mann unbemerkt in den Buckingham Palace. Der dazu mal 33 Jahre alte Michael Fagan betrat das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. Es war bereits sein zweiter und dieses Mal erfolgreicher Versuch, in den Palast einzudringen. Das erste Mal wurde er von einem Hausmädchen erwischt. Doch dieses Mal gelangte er durch ein geöffnetes Dachfenster hinein. Er aß eine halbe Stunde lang Crackers und Cheddar-Käse und erkundete die Räume. Er erzählte, dass er das Gebäude verließ, nachdem er auf dem Thron gesessen und eine halbe Flasche Wein getrunken hatte. Dieser Vorfall wird als einer der schlimmsten Sicherheitsversagen des letzten Jahrhunderts im Königshaus angesehen. Während der Prohibition in den USA stellten Weinbergbesitzer fester, konzentrierter Traubensaft her, der Grape Bricks genannt wurde. Damit sie nicht ins Gefängnis kamen, mussten sie gewährleisten, dass die Trauben nicht zur Produktion von Wein verwendet wurden. Deshalb wurden die Klötze mit einer Hinweisetikette darauf verkauft. Diese Etikette diente auch als Art Gebrauchsanweisung. Darauf stand: Nach dem Auflösen des Klotzes in Wasser darf die Lösung nicht 21 Tage in einem dunklen, kühlen Raum aufbewahrt werden. Ansonsten wird sie zu Wein. Ein schlauer Marketingtrick, oder nicht? Die Bewohner von Kalachi, Kasachstan, haben eine seltsame Schlafstörung. Sie fühlen sich müde und schlapp und manche wachen eine ganze Woche nicht mehr auf. Keiner der unzähligen Wissenschaftler, die in dem Dorf Nachforschungen anstellten, konnten den Grund für dieses einzigartige Phänomen lüften. Was denkst du dazu? Erzähl es uns unten in den Kommentaren. Die Äpfel, die wir im Supermarkt kaufen, werden für gewöhnlich 6 bis 12 Monate im Voraus gepflückt. Bevor sie in Geschäfte verlagert werden, werden sie in speziellen Kühltruhen mit einem geringen Sauerstoffgehalt aufbewahrt, damit sie ihr schönes Äußeres nicht verlieren. Es gibt eine Episode von Mythbusters, die nie jemand zu sehen bekommt. Die Produzenten mischten versehentlich einen starken Sprengstoff aus Abfallteilen. Als ihnen die möglichen Konsequenzen bewusst wurden, verwischten sie alle Beweise und sprachen nicht mehr darüber. Außerdem warnten sie die Polizei davor, dass Terroristen die Ergebnisse des Experiments für eigene Zwecke verwenden könnten. Atome sind unglaublich winzig. Das menschliche Haar, eines der schmalsten sichtbaren Dinge auf der Welt, ist 1 Million Atome breit. Aber das ist nicht das Außergewöhnlichste an diesen Zwergteilchen. Atome sind zu 99,999999% luftleerer Raum. Wenn man alle Menschen auf der Erde sammeln würde und den ganzen leeren Raum aus ihnen entnehmen würde, dann wäre die Menschheit so groß wie eine Orange.
Die US Navy tauschte ein altes Unterwasserkontrollsystem durch Xbox 360-Controller ein. Junge Soldaten lernten viel schneller das U-Boot zu steuern. Der Offizier Reed Köpp von der USS Colorado, das letzte amerikanische Militär-U-Boot, erklärt, dass damit viel Geld eingespart werden konnte, das ansonsten für die Ausbildung der U-Boot-Fahrer ausgegeben worden wäre. So hat sich die Form der Coca-Cola-Flaschen über die Jahre verändert. Die erste Flasche links kam im Jahr 1899 heraus, die zweite 1900, die dritte 1915, die vierte 1916, die fünfte 1957 und die sechste 1986. Seit damals hat sich nicht viel verändert, oder? Erzähl es uns in den Kommentaren, welche Form dir am besten gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich in einem menschlichen Bauchnabel viel mehr Bakterien befinden als in einem Badezimmer. Wissenschaftler untersuchten 10 Bauchnabel von Freiwilligen und verglichen die Inhalte mit den Keimen, die man für gewöhnlich im Bad findet. Im Bauchnabel tummelten sich mehr Bakterien als im Bad. Forscher entdeckten schockierende 2400 Arten von Bakterien in den Nabeln. Außerdem waren 1500 der Bakterien bisher unbekannt. Für die Haut gilt im Allgemeinen, dass darauf viel mehr Lebewesen wohnen, als es Menschen auf der Welt gibt. Am Ende des Vietnamkrieges im Jahr 1975 mussten Helikopter im Wert von 10 Millionen Dollar von einem amerikanischen Schiff geworfen werden, damit ein südvietnamesischer Pilot mit seiner Familie an Bord landen konnte. Nur wenige wissen, dass die natürliche Haarfarbe von Elvis Presley eigentlich blond war. Seine Haare waren sandfarben. Als Teenager färbte er sich die Haare schwarz. Und so blieben sie auch bis zum Comeback-Special 1968. Danach waren seine Haare nicht mehr schwarz, sie hatten eine dunkelblaue Färbung. Doch aus der Entfernung bemerkten das nur wenige. Deshalb behielt man ihn als schnittigen Dunkelhaarigen im Gedächtnis. Ein LKW-Fahrer aus Australien erlitt einen Herzinfarkt und erfuhr den klinischen Tod. Er lag 12 Tage im Koma und genau dann, als die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen abstellen wollten, wachte er auf. Danach gewann er in der Lotterie ein Auto. Das Auto kostete 17.000 Dollar. Eine lokale Fernsehagentur war so überrascht von seinem Glück, dass sie entschieden, eine Geschichte mit ihm zu drehen. Der Regisseur wollte, dass der Mann vor der Kamera den Schutzfilm eines Lottotickets abzog. Das Ticket brachte ihm 170.000 Dollar ein. Wer würde nicht gerne so viel Glück haben? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Ketchup als Mittel gegen Durchfall, Verstopfung, Rheuma und Gelbsucht beworben. Man machte sogar Tabletten daraus und die Leute glaubten 16 Jahre an deren heilende Wirkung. Doch später wurde nachgewiesen, dass dies nicht stimmt und Ketchup wird seitdem nur noch als Soße verkauft. Manche glauben, dass man das Geschlecht eines ungeborenen Kindes anhand der Form des Bauches der schwangeren Frau bestimmen kann. Die Idee lautet wie folgt. Wenn sich der Bauch nur nach vorne ausdehnt, ist es ein Junge. Und wenn der Bauch seitlich größer wird, ist es ein Mädchen. Auch wenn diese Ansicht verbreitet ist, ist es nur ein Mythos, da es noch nicht wissenschaftlich bewiesen wurde. Die Form und die Größe des Bauches hängt von der Größe, der Sportlichkeit und anderen Faktoren der Frau ab. Leonardo da Vinci ist ein bekanntes Universalgenie. Als Erfinder und Künstler wurde er zu seiner Zeit schon bekannt. Doch kaum jemand weiß, dass er mit einer Hand schreiben und mit der anderen malen konnte. Der letzte Mann, der auf dem Mond herumlief, war Jean Cernan. Er versprach seiner Tochter, ihre Initialen auf der Mondoberfläche zu hinterlassen. Und er hielt sich an das Versprechen. Die Buchstaben TDC bleiben vielleicht für tausende von Jahren auf dem Mond. Der längste Stau, zeitlich gesehen der Geschichte, trug sich in Peking, China im Jahr 2015 zu. Er war 100 Kilometer lang, was ihn nicht zum räumlich längsten Stau der Geschichte macht. Die Pechvögel, die genau zu diesem Zeitpunkt in diese Richtung unterwegs waren, saßen 12 Tage lang fest. Laut inoffizieller Quellen legten die Autos nur 3 Kilometer pro Tag zu. Sie haben sich sicher alle gewünscht, dass sie zu Fuß losgegangen wären. Wenn du von diesem Video mindestens einen neuen Fakt über die Welt erfahren hast, dann klick auf Like. Und wenn du noch weitere Fakten kennst, die uns alle ins Staunen bringen, dann erzähl sie uns in den Kommentaren.